Hallo ihr Lieben. So, heute gibt es ein Favoritenvideo Juli. Also meine Favoriten, man hat ja so seine Lieblingsstücke, Kosmetik, die man besonders mag, bestimmte Pflegeprodukte oder auch Schminkprodukte. Das ist bei mir nicht so viel, das kennt ihr ja, aber so ein paar Sachen, die auch neu bei mir eingezogen sind und auch besonders ein Produkt, was ich schon länger getestet habe und euch auch extra schon vorgestellt habe in einem Video. Und zwar geht es um diesen Face Wash, diesen Gesichtsreiniger. Dieses auf Superfood-Basis vegane Produkt mit Spinat und Green Tea. Ein absolut empfehlenswertes Produkt für jeden Hauttyp gedacht. Preis war 29,90 Euro. Wie gesagt, schaut einfach nochmal, oder ich verlinke das Video nochmal speziell zu diesem Gesichtsreiniger. Also das ist ein absoluter Favorit und nicht nur im Juli, das wird noch eine Weile so bleiben. Außerdem ein Favorit, was ich auch nicht geglaubt habe, ist dieses Oil Magique von der Firma L'Oréal. Das ist dieses Haaröl, was ich benutze jetzt, wenn man sich den Ansatz färbt, um das in die Haarlänge zu geben, damit beim Abspülen die restlichen helleren Haare nicht den dunkleren Farbton annehmen. Oder, also was ich jetzt mache, wenn ich meine Haare wasche, gebe ich das ins feuchte Haar. Und es riecht zwar ein bisschen nach Kokos, aber es gibt drei verschiedene. Es gibt auch eine neutrale und eine blumige Richtung. Diese hier speziell ist Kokos. Aber, naja, also es ist erträglich. Ich habe mich an den Duft jetzt schon gewöhnt. Sehr schön pflegend und man hat auch nicht dieses, selbst wenn man am nächsten Tag ins trockene Haar dieses Öl einknetet, hat man nicht so ein schweres, öliges, strähniges Haar. Ist sehr zu empfehlen. Dann, also ich bin wirklich froh, dass ich wieder, wir kennen das alle noch, ägyptische Erde, hieß es früher, es ist jetzt afrikanische Erde, aber es ist völlig wurscht, ob ägyptisch oder afrikanisch, diesen Bronzer von DM. Einige Zuschauerinnen haben mir auch geschrieben, dass, so hießen die ja früher, also hat man diese Bronzer, da gab es ja noch nicht so Bronzer in den 80ern, da hatte man eben ägyptische Erde, das hieß wirklich Egypt Wonder und die waren, es stimmt, in so einem Tontöpfchen, ich erinnere mich, und jetzt sind sie natürlich in so Plastikdingern. Ich zeige es gerne nochmal, nee, andersrum, aufmachen. Den habe ich auch drauf, also diesen Bronzer. Man hat einen richtig schönen Glow. Man braucht eigentlich kein Rouge mehr, man braucht auch keinen Highlighter mehr. Der ist so ein bisschen glänzend, aber sehr dezent. Ist ein Favorit und auch nicht nur für Juli, kommt auch mit in den Urlaub, um sich so einen kleinen Hauch aufzugeben, so einen Sonnengeküsst-Hauch. Den hatte ich euch auch schon vorgestellt. Das ist dieser Superstay, von dem ich sehr angenehm überrascht bin, von der Firma Maybelline. Dieses Zwei-Phasen- oder das ja, Zwei-Phasen-Produkt, das ist einmal dieser Gloss und die andere Seite ist dieser pflegende Balm, Lip Balm, um auch die Farbe haltbar zu machen, kussecht, trinkfest. Man hat also keinen Abdruck auf der Tasse. Das speziell ist die Farbe Creme Karamell, gibt es in verschiedenen Farbrichtungen. Sehr empfehlenswert. Also ich zeige euch jetzt alles nur Dinge, die ich toll finde. Klar, sind ja Favoriten. Den Lippenstift, den ich jetzt drauf habe, auf meinen Lippen, der ist von der Firma Sephora. Sephora Frankreich. Rouge Creme. Die haben keine Namen. Das ist aus der Nude-Reihe. Ich gebe den mal, auf dem Handrücken auf. Aber ihr seht das ja auf dem Mund. Sehr cremig, schön jetzt gerade für, wenn man so einen, ne, so einen Nude-Look mag, ist das ein sehr schönes Produkt. Kostet auch so um die 10 Euro. Den habe ich auch schon vorgestellt, mein neuer Cream Eyeshadow, Longwear Cream Eyeshadow von Bobbi Brown. Farbe Zement, eine Farbe, die keine Farbe ist. Ich benutze den entweder für Nude-Look oder als Base, einfach als Base, um jetzt einen anderen Lidschatten aufzugeben oder einfach so, um jetzt diesen No-Make-Up-Look zu erlangen, zu erzielen. Ich habe heute zwei Produkte auch von Bobbi Brown drauf. Das ist einmal dieser Cream Eyeshadow Stick in Shore.
Ja, ich mache ihn auf. Den habe ich auch schon mal vorgestellt. Und darüber habe ich ein pudriges Produkt gegeben, diesen Goldschimmer. Das ist auch ein Eyeshadow von Bobbi Brown, aber wie gesagt, pudriges Produkt, Champagnerquarz. Er ist mir schon runtergefallen, wie ihr seht. Ganz tolle Pigmentierung, also super. Ich empfehle euch nicht, mit dem Finger ins Produkt zu gehen und euch dann aufs Augenlid aufzutragen. Nehmt bitte einen Pinsel, weil es passiert Folgendes. Die Fingerkuppen, egal ob gewaschen oder nicht, die sind immer ein bisschen fettig. Und wenn ihr mit den Fingerkuppen reingeht, dann hinterlasst ihr Fettspuren, Bakterien. Es passiert zwar noch nichts die ersten Tage und Wochen, aber irgendwann hat er keine Farbabgabe mehr, weil dann so ein öliger Film auf diesem pudrigen Produkt ist. Also ja, Profis sagen euch, bitte niemals mit den Fingern in ein Produkt gehen. Egal ob eine Creme oder ein Lidschatten. Ist natürlich, liegt nahe, geht schneller mit dem Fingerchen rein, drauf tappen, aber wenn ihr mehr von dem Produkt haben wollt, und wir geben ja sehr viel Geld aus für Kosmetik, empfehle ich immer den Pinsel zu nehmen. So, ermöglicht auch ein präzises Auftragen. Apropos Pinsel, ich habe hier einen wirklich fantastischen Pinsel, einen Verblenderpinsel von DM, also Ebelin, ein Präzisionspinsel zum Verblenden oder auch zum Auftragen von Creme, Gel und Puderlidschatten. Das ist so ein so spitz zulaufender, so ein Rundschnitt ist das. Also dieser Pinsel, und ich meine 3 Euro, ich habe ja immer diese von MAC oder Bobbi Brown oder so Eva-Pinsel, aber dieser Verblenderpinsel, der ist wirklich genial. Gerade für diejenigen, die jetzt nicht so viel Geld ausgeben möchten oder einfach noch einen Pinsel dazu haben wollen, ist ein veganes Produkt. Ebelin 2,95. Man kann perfekt die Lidfalte definieren. Man kann wunderbar die Farbe damit auftragen. Wie gesagt, egal ob cremig, pudrig oder gelig. Ist super easy zu reinigen. Und der wird nach mehreren Benutzen und nach mehreren Wäschen, der wird immer besser. Das ist ein Also wirklich ein absolut empfehlenswertes Produkt, also für eure Schminkutensilien. Wenn ihr noch nach einem Verblenderpinsel suchen solltet, kann ich den wärmstens empfehlen, weil wir vorhin gerade das Thema Pinsel hatten, ne? Also dass man die Lidschatten nicht unbedingt mit dem Finger auftragen sollte. Also als kleinen Tipp zwischendurch. Ein noch sehr schönes Produkt, das ist so ein Favorit, ist auch von Maybelline. Auch ein neu gekauft, das habe ich im letzten Haul vorgestellt. Das ist dieser Dream Matte Blush Flirty Pink. Sehr schön. Ich würde aber empfehlen, den jetzt nicht so in kreisende Bewegung aufzugeben. Entweder nehmt ihr einen Pinsel oder ihr tupft euch einfach den Blush so ein bisschen auf die Wangenknochen, um euch so ein Apfelbäckchen zu malen. So, falls ihr meine Fingernägel bewundern solltet. Die Farbe ist Petal Pusher von Essie. Also zwei Produkte von Essie sind noch zwei absolute Favoriten. Auch nicht nur im Juli, ich stelle sie jetzt aber im Juli vor. Die kosten so um die 8-9 Euro, Firma Essie kennt ihr alle. Ich muss sagen, ich habe nun wirklich sehr viele Nagellacke ausprobiert. Von ganz billig bis ganz teuer. Essie ist so mittendrin und Essie hat also wirklich eine... Es ist eine brillante Farbe, es ist ein tolles Pinselchen. Man kann, also es ist einfach genial. Die Konsistenz dieser Nagellacke von Essie, die ist einfach genial. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und dann noch diese Cizelite, das ist dieser, auch dieses Zweierprodukt Pflege und Farbe in einem. Das ist so leicht goldschimmernd. Kann man jetzt, sollte man nicht als Unterlack, also nur aufgeben. Zweimal aufgetragen, hat man so eine schöne gepflegte, schimmernde goldige Nägel. Also der ist nicht als Unter- oder Überlack gedacht, ja. Es ist ein Nagelhärter mit leichter, pudriger Farbe. So ihr Lieben, das war jetzt mein Favoritenvideo Juli 2018. Ich schreibe die Produkte gerne in die Infobox. Ich weiß ja, dass ihr immer sehr daran interessiert seid. Was ist das für eine Farbe? Wie heißt das nochmal? Und in diesem Sinne wünsche ich euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut. Bis bald. Ciao.